Der starke Mann im Kreml. Seit über zwei Jahrzehnten ist Wladimir Putin der unangefochtene Herrscher Russlands. Einer, mit dem immer zu rechnen ist. Und der den Westen im Ukraine-Krieg herausfordert wie nie zuvor. Dann, am 24. Juni 2023, geschieht das Undenkbare. Wladimir Putin sieht sich von seinen eigenen Kämpfern bedroht. Angeführt von Söldnerchef Jewgeni Prigozhin. Gepanzerte Fahrzeuge auf dem Weg nach Moskau. Das ist kein Putsch. Es ist ein Marsch der Gerechtigkeit. Ich warne jeden. Wir sind unzerstörbar. Der Präsident, herausgefordert von seinem früheren Koch. Ist das der Anfang vom Ende der Ära Putin? Putins Zeit ist vorbei. Die Uhr tickt schneller und schneller. Oder laufen die Geschäfte im Kreml weiter wie gewohnt? 80% der Menschen unterstützen Putin immer noch. Es hat sich nichts geändert. Dieser Film rekonstruiert den Tag, der die Welt in Atem hielt und untersucht, wie tragfähig die Fundamente von Putins Macht noch sind. Juni 2023. Ausnahmezustand in Russland. Es gibt Berichte über revoltierende Söldner. Der Anführer der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigozhin, sagt, seine Kämpfer würden sich nicht ergeben. Bilder von Kämpfern der Gruppe Wagner in der südrussischen Millionenstadt Rostow. Hundertfach gefilmt und verbreitet in den sozialen Medien. An diesem 24. Juni ist das System Putin zum ersten Mal richtig und vor aller unserer Augen, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, durchgeschüttelt worden. Im Kreml herrscht Alarmstimmung. Es ist ein Geruch, den man nie vergisst. Der Geruch der Angst. Man konnte Putins Angst riechen. Putin sieht sich zu einer öffentlichen Reaktion genötigt. Wir werden sowohl unser Volk als auch unseren Staat vor allen Bedrohungen beschützen. Auch vor internem Verrat. Und hier haben wir es tatsächlich mit Verrat zu tun. Ein paar Stunden lang scheint alles möglich. Selbst der Sturz des Präsidenten. Viele der Söldner sind ehemalige Soldaten. Die Gruppe Wagner, eine Gründung des Geheimdienstes. Kann sich Putin auf eine der wichtigsten Säulen seiner Herrschaft noch verlassen? Moskau 2019. Das jährliche Hochamt der russischen Streitkräfte. Die Militärparade anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland. Seit 2008 ist viel Geld in die Armee geflossen. Sie gilt als hochgerüstet und kampferprobt. Ausgestattet mit modernen Panzern, Luftabwehrsystemen, Interkontinentalraketen. Russland hat in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder seine Streitkräfte modernisiert und auch ein Stück weit reformiert, reorganisiert, restrukturiert. Und das kennen wir auch aus den westlichen Streitkräften, ist allein schon ein schwieriges Unterfangen. Putin braucht eine schlagkräftige Armee. Doch er misstraut dem Militär. Zum Verteidigungsminister macht er einen alten Freund, Sergei Shoigu. Der hat sich als Minister für Katastrophenschutz bewährt, war aber nie Berufssoldat. Shoigu ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Das letzte Überbleibsel aus der Jelzin-Ära. Er war in den 90er Jahren eine große Figur in Russland, ist jetzt Verteidigungsminister und ein Jagd- und Angelkumpel Putins. Es gibt wahrscheinlich niemanden in der russischen Regierung, der Putin näher steht. Als Verteidigungsminister hat es Shoigu mit einem alten Problem zu tun. Der weit verbreiteten Korruption. Wir haben das als ein Phänomen schon seit den 90er Jahren, dass gerade mehr Militärmittel, also mehr Finanzmittel fürs Militär abgezwackt werden, sodass man offensichtlich auch vieles nur auf dem Papier hatte.
was einsatzbereite Fahrzeuge, die gut gewartet, gut gepflegt und gut repariert waren, aber auch was den Ausbildungsstand der Soldaten anbelangt, sodass hier hochgradig Korruption, was ja in Russland nicht ein Fehler im System, sondern de facto das System ist, natürlich auch in den Streitkräften eine große Rolle spielt. Putin weiß um die Korruptionsprobleme. Das ganze Ausmaß kommt erst mit dem Ukraine-Krieg ans Licht. Am 24. Februar 2022 befiehlt der Präsident den Angriff auf das Nachbarland. Auch internationale Beobachter erwarten einen schnellen russischen Sieg. Ich bin der Auffassung, dass Präsident Putin ganz sicherlich von der Annahme ausging, er würde innerhalb kürzester Zeit mit einer Überraschungsmilitäroffensive die Regierung in Kiew beseitigen können, am besten umlegen, töten können und sich dann in den östlichen und südöstlichen Teilen der Ukraine dauerhaft niederlassen, um mit dieser Präsenz am Ende des Tages die strategischen Geschicke und die Zukunft der Ukraine mitbestimmen zu können. Doch der geplante Blitzangriff verwandelt sich in einen zähen Krieg, auf den die russische Armee nicht vorbereitet ist. Die Truppen sind schlecht ausgebildet, schlecht ausgerüstet und schlecht organisiert. Die ukrainische Armee war auf diesen Krieg vorbereitet, genau wie die ukrainische Bevölkerung, die nie zuvor so geeint war. Warum waren die Russen so schwach? Wegen der Korruption. Als die Erfolge ausbleiben, wird die russische Kriegsführung zunehmend brutal. Umkehren war keine Option für ihn, also hat er sich daran gemacht, wirklich mit dem gesamten Instrumentarium militärischer Art, das er besitzt, zu versuchen, diese Ukraine zu vernichten, um dann letztendlich eine irgendwie geartete Rest-Ukraine vielleicht noch neben sich zu dulden. Neben der regulären Armee hat Putin über viele Jahre private Militäreinheiten entstehen lassen. Hochgerüstet mit staatlichen Mitteln. Das ist im Prinzip das Gesetz von Diktaturen, das in hohem Maße gestreut wird. Mehrere Geheimdienste, mehrere militärische Strukturen, Auflösung von klaren institutionellen Regelungen, um auf diese Weise zu verhindern, dass sich aus dem Kreis der bewaffneten Macht so etwas wie ein Kronprinz entwickelt, der dann gegebenenfalls wirklich nach der Macht greifen kann. Gegenüber der regulären Armee haben Söldner aus Sicht des Kreml entscheidende Vorteile. Erstens kann man ihre Anwesenheit leugnen, da es sich nicht um die offizielle russische Armee handelt. Und zweitens hatte man vor, sie für Operationen einzusetzen, bei denen es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, bis hin zu Kriegsverbrechen. Putins berüchtigste Schattenarmee ist die Gruppe Wagner. Vor allem in Afrika unterstützt sie schwache Regierungen und erhält dafür Zugang zu Rohstoffen. Die Gruppe Wagner hilft der korrupten Elite, Geld zu verdienen. Ich nehme an, in erster Linie profitiert Putin persönlich. Es handelt sich um eine Privatarmee, die nicht dem Verteidigungsministerium, sondern dem Geheimdienst unterstellt ist. Sie wickelt für Wladimir Putin weltweit Geschäfte ab. In der Ukraine liefern die Truppen von Wagner-Chef Prigozhin das, was Putin dringend braucht: militärische Erfolge. Prigozhin hat Putins innerem Zirkel immer sehr nahe gestanden. Wegen seiner kriminellen Vergangenheit war er aber nie Teil davon. Und obwohl Prigozhin selbst Geschäfte im großen Stil gemacht hat, hat er immer nur den Interessen von Putins Elite gedient, damit die immer größer und reicher wird. Prigozhins Söldnertruppe ist Verteidigungsminister Shoigu ein Dorn im Auge. Die beiden Männer sind nicht nur Konkurrenten, sondern seit langem persönlich verfeindet.
Gleich nach Kriegsbeginn wurde Prigozhin von Putin selbst prominent in Szene gesetzt, weil Putin nicht wollte, dass die Armee zu einflussreich wird. Er wollte nicht, dass Sergei Shoigu, der ein sehr beliebter Verteidigungsminister und wahrscheinlich der zweitbeliebteste Politiker des Landes ist, noch beliebter wird. Mit Propagandavideos, extremer Brutalität und militärischen Erfolgen macht sich die Söldnerarmee einen Namen. Ihren größten Sieg erringt die Truppe im Mai 2023. Mit der Einnahme von Bachmut. Nach monatelangen Kämpfen ist die Stadt fast vollständig zerstört. Also Bachmut ist für Wagner ein Einsatzort gewesen, wo man zeigen wollte, dass man Erfolge einfahren kann, die die russischen regulären Truppen nicht einfahren konnten. Dazu war Prigozhin bereit, eine irrsinnige Menge an Personen wirklich zu opfern. Er sagt ja selbst, er spricht vom Fleischwolf Bachmut. Also das ist alleine schon für uns schwer vorstellbar, so ein Wort zu benutzen. Er wollte damit zeigen, dass er die bessere Armee ist als die Verteidigungsministeriumsarmee. Es ist Prigozhins große Stunde. Auch wenn der Sieg vor allem ein symbolischer ist, die Stadt hat keine strategische Bedeutung. Prigozhin erzielte Erfolge, die Shoigu und Gerasimov nicht vorweisen konnten. Die Wagner-Gruppe hat Bachmut abgeriegelt. Prigozhin nutzt seine Popularität, um die Militärführung und seinen Intimfeind Shoigu öffentlich anzuklagen. Wir haben 70% zu wenig Munition. Shoigu! Gerasimov! Wo verdammt nochmal ist die Munition? Diejenigen vor allem, die Kontakt haben zu dem militärischen Geschehen an der Front, wissen und sehen, es läuft schlecht. Teilweise katastrophal. Mit hohen Verlusten, mit logistischen Problemen, fehlende Koordinierung zwischen unterschiedlichen Truppengattungen und so weiter und so fort. Und Prigozhin holt sie ab. Putin lässt ihn gewähren. Das wurde von Putin sehr geschätzt, denn er brauchte diesen PR-Erfolg. Er brauchte eine Person wie Prigozhin, um die militärische Stärke, den sogenannten militärischen Geist Russlands zu zeigen. Gleichzeitig war Prigozhin aber auch eine Art Gegengewicht zu Shoigu. Erst als Prigozhin immer beliebter wird und immer ungehemmter gegen die Militärführung wettert, entzieht ihm Putin seine Gunst. Künftig sollen alle Privatarmeen dem Verteidigungsministerium unterstehen. Im Grunde genommen hat sich die Beziehung zwischen Wladimir Putin und Prigozhin im letzten halben Jahr so entwickelt, dass eine solche Situation immer wahrscheinlicher wurde. Putin ging nicht mehr ans Telefon. Er traf sich nicht mit Jewgeni Prigozhin und entfernte auch dessen Vertreter aus dem Führungskommando. Am 29. April gibt Prigozhin einem russischen Militärblogger ein denkwürdiges Interview. Du kriegst nicht mehr Munition, weil du deine Waffen gegen Moskau richten, den Kreml stürmen könntest. Diese Art von Sorgen, wie unbegründet sind die? Ein Marsch nach Moskau? Das ist ein interessanter Gedanke, aber wir haben noch nicht darüber nachgedacht. 8 Wochen später wird Prigozhin die Idee umsetzen. Aufstand und Krieg haben der Welt die Grenzen von Putins Militärmacht vor Augen geführt. Die Voraussetzungen dafür hat der Herr im Kreml selbst geschaffen. Im Januar habe ich einen Artikel darüber geschrieben, dass der Bürgerkrieg in Russland längst begonnen hat. Und ich denke, dass jeder weiß, dass ein Land mit großen Privatarmeen, die von Gangstern geführt werden, auf Probleme zusteuert. Und das ist genau das, was wir jetzt beobachten können. Am Abend des 23. Juni schickt Prigozhin Einheiten von Luhansk ins südrussische Rostow. Angeblich wurden seine Truppen zuvor von der russischen Armee beschossen.
Shoigu ist einfach feige aus Rostow abgehauen, damit er nicht erklären muss, warum er mit Hubschraubern unsere Leute vernichten wollte. Wir werden diese Kreatur stoppen. Weitgehend widerstandslos übernehmen die Söldner die Stadt und das dortige Kommandozentrum der regulären russischen Streitkräfte. Prigozhin hat erkannt, dass dies seine Chance ist, auf irgendeine Art die Kontrolle über das Verteidigungsministerium zu übernehmen. Ich bin mir fast sicher, dass die Generäle vom Militärgeheimdienst nichts dagegen gehabt hätten. Als Prigozhin das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks besetzt hatte, da war die Reaktion von General Alexejew auf der Veranda bemerkenswert. Wir wollen den Generalstabschef und Shoigu holen. Nehmt sie mit. Vorher gehen wir nicht. Erst um 10 Uhr vormittags kommt ein Signal aus dem Kreml. Putin spricht von Aufstand und Verrat, ohne Prigozhin namentlich zu nennen. Ehrgeiz und persönliche Interessen haben zu Verrat geführt. Verrat an unserem Land. Verrat an unserem Volk und an der Sache, für die die Wagner-Soldaten an der Seite mit unseren Einheiten gekämpft haben und gestorben sind. Auf Moskaus Straßen sind Militärfahrzeuge zu sehen. Die Antiterror-Notlage wird ausgerufen. Eine irrwitzige Situation, die Putin persönlich, aber auch sein lange gepflegtes Image schwer erschüttert. Die Inszenierung der Macht. Putin beherrscht sie wie kein Zweiter. Seine Versprechen lauten Sicherheit und der Aufstieg zu alter Größe. Sein Image ist also das eines Politikers, der Russland eine neue Epoche schenken möchte. Und das ist das, was er gerade, naja, ein Stück weit auch bedroht sieht. Mit gutem Grund, würde ich sagen. Aber lange Jahre hat es funktioniert. 1999. Im Kaukasus fordern islamische Kämpfer den russischen Staat heraus. Tschetschenische Rebellen, die auch hinter einem verheerenden Terroranschlag in Moskau stecken sollen. Putin ist damals noch weitgehend unbekannt. Die Anschläge sind seine Chance, sich vor den bevorstehenden Wahlen zu profilieren. Wir werden die Terroristen überall hin verfolgen. Notfalls machen wir sie auch auf dem Scheißhaus kalt. Sonst noch Fragen? Putin ist kommissarischer Präsident, als er einen brutalen Vernichtungskrieg gegen Tschetschenien beginnt. Wladimir Putin wirkte dagegen wie jemand, nach dem sich das Land sehnt. Ein junger, trinkt nicht, kommt aus den Sicherheitsdiensten, aus den Geheimdiensten, hat also ein Gefühl dafür, dass die russische Öffentlichkeit nach Sicherheit geradezu lechzt. Und so baut er sein Image auf. Zunächst als Garant von einer neuen Epoche, in der Russland sicher sein wird, nach innen. Da ergibt sich das Image eines damals virilen, jungen, starken Mannes, Führers an der Spitze des Landes, der dieses Land nach innen und außen wieder stark macht. Und das ist sozusagen der Hauptpunkt, den er eigentlich so als Legitimationsressource hat. Ein Mann, wie ihn die Wähler lieben. 2000 wird Putin Präsident. Und dem Neuen scheint vieles zu gelingen. Es geht aufwärts, vor allem mit der Wirtschaft. Zu dem Zeitpunkt, als Putin Präsident wurde, war die russische Wirtschaft am Boden. Aber wie der Zufall es wollte, begann der Ölpreis genau im Jahr 1999 zu steigen. Das war, als Putin zum ersten Mal Ministerpräsident wurde. Für ihn ein Glücksfall. Und selbst für Leute aus seinem inneren Kreis war Putin ein Politiker, der immer Glück hatte, fast ohne etwas dafür tun zu müssen. Im Laufe der Jahre erschafft Putin ein System, in dem alles auf ihn zugeschnitten ist. Er ist Präsident und auch mal Ministerpräsident.
Er verlängert seine Amtszeit oder ändert die Verfassung, um weiter an der Macht zu bleiben. Seine Gegner verfolgt er mit aller Härte. Auch das gehört zu Putins Image. Im August 2020 trifft es den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Er bricht auf einem russischen Inlandsflug zusammen. Vergiftet mit dem Nervengift Novichok. Zuvor hatte Nawalny Putin und seinen engsten Zirkel angegriffen, indem er deren Reichtum öffentlich machte. In einer Dokumentation zeigt Nawalny einen Palast am russischen Meer, der dem Präsidenten gehören soll. Geschätzte Baukosten über 1 Milliarde Euro. Nawalny überlebt den Giftanschlag. Wladimir Putin streitet jede Beteiligung staatlicher Stellen ab. Das sind Anschuldigungen, keine Beweise. Es sind Anschuldigungen amerikanischer Geheimdienste. Wenn sie recht hätten, ja, dann hätten unsere Geheimdienste wirklich ein Problem. Meinen Sie nicht, dass wir es dann auch wirklich bis zum Ende gebracht hätten? Und wir wissen alle, Wladimir Putin ist ein gelernter Geheimdienstler. Und seine Hauptprofession, sein Beruf besteht darin, Risiken frühzeitig zu erkennen und möglichst auszuschalten. Und das bedeutet eben einen bestimmten Regierungsstil, der präemptiv repressiv ist. 2014 annektiert Russland die Krim. Unter den sogenannten kleinen grünen Männchen, die damals die Halbinsel im Handstreich besetzen, sind auch Wagner-Kämpfer. Für Putin ein Erfolg auf ganzer Linie. Und wir sehen, dass in dieser Zeit die Popularität des Präsidenten in der Bevölkerung massiv gestiegen ist. Also vor der Annexion der Krim waren seine Umfragewerte bei der Frage, stimmen Sie ihm zu, bei knapp über 60% gelegen. Und dann innerhalb von 1-2 Monaten um 25 Prozentpunkte nach oben gegangen, auf 88%. Die Zustimmungswerte sind auch dann noch überraschend hoch, als sich der Ukraine-Krieg zur Farce entwickelt. Im September 2022 verkündet Putin die Teilmobilmachung. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Eine extrem unpopuläre Maßnahme. Die Teilmobilmachung ist in vielen Städten vorzeitig abgebrochen worden, weil man eben gemerkt hat, das löst in der Bevölkerung eine teilweise panische Reaktion aus. Die Rekrutierung derjenigen, die notwendig sind für die Kriegsführung, läuft in Russland weiterhin vor allem entweder über Zwang oder über attraktive kommerzielle Angebote. Ich bin ziemlich sicher, dass wir auch nicht noch mal eine derartige Mobilisierung sehen werden. Das kann das Regime nicht so schnell und nicht so aggressiv machen. Doch die öffentliche Kritik richtet sich gegen den Krieg im Allgemeinen oder die oberste Militärführung. Putin selbst wird nicht direkt herausgefordert. Das ändert sich am 24. Juni 2023. Im Staatsfernsehen spricht der Kremlherr überraschend von einem Aufstand und von Verrätern, die zu neutralisieren seien. Ich wende mich auch an jene, die in diese kriminelle Angelegenheit hineingezogen wurden. Und das ist die erste offizielle Message, die wird im Fernsehen übertragen und sie wird wiederholt. Alle 30, 45 Minuten läuft sie. Stunden später wird Putin sich auf einen Deal einlassen. Die Aufständischen sollen ungeschoren davonkommen. Im Gegenzug bläst Prigozhin den Marsch auf Moskau ab. Und ich denke tatsächlich, dass das ein großer, großer Schockmoment war für alle Beteiligten, auch für die Elite und auch für den Kreml zu sehen, dass hier in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion buchstäblich, fast ein Putsch gelungen wäre. Nach 23 Jahren Herrschaft reichen am Ende wenige Stunden, um die Illusion von Putins Allmacht im Inneren zu zerstören. Ich denke, wir werden das als einen Wendepunkt in Erinnerung behalten. Ab da haben alle verstanden, der Kaiser ist nackt. Putins Image als effektiver, kompetenter Führer ist dadurch unwiderruflich beschädigt. Er hätte es kommen sehen müssen.
Er hätte den Krieg überhaupt nicht beginnen dürfen. Die Zustimmung für Putin ist nur oberflächlich. Aber ist das System Putin wirklich ernsthaft gefährdet? Wie loyal ist sein engster Zirkel noch? Als Prigozhins Truppen in Rostow einmarschieren, schweigen Putins Getreue. Auch das Militär leistet praktisch keinen Widerstand. Das Erstaunliche an diesem Staatsstreich ist, dass es so gut wie keine Kämpfe gab, dass die russische Armee und der russische Sicherheitsapparat nicht eingegriffen haben. Niemand hat sich öffentlich an Putins Seite gestellt. Die ausbleibende Reaktion der eigentlich für die innere Sicherheit zuständigen Angehörigen der russischen Streitkräfte, der Polizei, der regionalen Eliten, der Gouverneure, sagt eigentlich auch sehr viel darüber aus, wie sehr dieser Staat und dieses Regime tatsächlich verwurzelt ist in der Gesellschaft. Also man sieht, das System, was darauf basiert, durch zentralistische Impulse und Instruktionen gelenkt zu werden, ist natürlich kein System, was sich aus freien Stücken wehrt, wenn das Zentrum schweigt. Und das Zentrum war selbst still und hat nichts erklärt, auch nichts angeordnet. Erst als Putin vom Kreml aus das Wort ergreift, ist klar, was vor sich geht. Zur gleichen Zeit greifen Kampfhubschrauber der Luftwaffe die Wagner-Truppen auf ihrem Weg in die Hauptstadt an. Um 18 Uhr erreichen die Söldner Krasnoje, 60 Kilometer vor Moskau gelegen. 2,5 Stunden später bricht Prigozhin den Vormarsch ab. Warum, bleibt auch Wochen nach dem Aufstand schleierhaft. Während der Dreharbeiten zu diesem Film haben wir mit gut informierten Beobachtern gesprochen, die glauben, das Geheimnis dessen, was an diesem Tag hinter den Kulissen geschah, gelöst zu haben. Ich habe an diesem Tag die Aktionen der Geheimdienste in St. Petersburg verfolgt. Berichten zufolge wurde das Hauptquartier von Prigozhin durchsucht. Dabei wurden Drogen und verschiedene Pässe gefunden. Aber sie suchten auch seine Familie im Hotel auf. Hat Putin Prigozhins Familie als Geisel nehmen lassen und so das Ende des Aufstands erpresst?